Besonders gefordert Torhüter Björgvin Gustafsson. Auf ihn baut die Schaffhauser Abwehr. Schade nur, dass der Isländer Ende Saison in die Bundesliga wechselt. Und dumm auch, dass mit Roland Mikler bei Pik Szeged ebenfalls ein Spitzenmann im Tor steht. Der ungarische Nationaltorhüter hatte beim Hinspiel die Kadetten bereits zur Verzweiflung getrieben. Heute knüpfte Mikler nahtlos daran an. Und weil den Kadetten nach der Blamage gegen Minsk der Schreck noch in den Knochen saß, begannen sie nervös und fehlerhaft. Gustafssons Paraden nützten nichts mehr. Die Kadetten wirkten blockiert. Vor allem einen bekamen die Schaffhauser nicht in den Griff. Szegeds slowakischen Spielmacher František Schulz. Trickreich und kraftvoll durchbrach Schulz die Abwehr. Die Ungarn schufen sich ein Polster von 4 Toren. Diesem Rückstand liefen die Kadetten immer hinterher. Wenigstens gelang dem rumänischen Linkshänder Rares Joka noch vor der Pause das 12:15. Insgesamt blieben die Schaffhauser aber unter ihren Möglichkeiten. So suchten auch die 1100 Zuschauer in der Eulachhalle zur Pause schnellstens etwas Ablenkung. 3 bis 4 Tore, dieser Rückstand blieb auch lange in der zweiten Hälfte so. Immerhin stiegen Tempo und Klasse. Wie bitte war dieses Tor gefallen? Kreisläufer Szabolcs Zubay, Backhand mit dem Rücken zum Tor. Handballzauberer haben aber auch die Kadetten in ihren Reihen. Etwas weniger elegant, aber dafür mit unglaublichem Zug. Der erste Maid Patrail hinterließ Szeged Goli Mikler für einmal verblüfft. Auch Patrail hat die Bundesliga bereits im Auge. 8 Treffer warf Patrail heute für Schaffhausen, deren 7 sein Teamkollege Rares Joka. Unter anderem das Ausgleichstor zum 24:24, 13 Minuten vor Schluss. Nun kippte die Partie zugunsten der Kadetten. Szeged bekam aber noch genügend Chancen, die Partie zu entscheiden. Zuerst versagten Schulz die Nerven. Dank geschundener Zeitstrafen stürmten 6 Ungarn gegen 4 Kadetten. Doch nun Auftritt Gustafsson. Der Isländer bewahrte den Kadetten die Führung. Das Publikum honorierte dies mit stehender Ovation. Immer wieder tauchten die Schaffhauser vor dem machtlosen Mikler auf. Am Ende siegten die Kadetten mit 31:27. Trainer Rachowetz fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Vor allem dank Björgvin Gustafsson oder, wie ihn die Schaffhauser Fans liebevoll nennen, dank Gusti. Wieder so eine Leistung müssen Kadetten